Kehrt um, meine Kinder, solange die Stunde der Barmherzigkeit noch schlägt. Amen. Traurig schaue ich auf eure Welt und sehe, wie der Teufel sein Unwesen treibt, euch hintergeht und belügt. Ihr, meine geliebten Kinder, seht es nicht, seid geblendet von Schein und Trug und setzt auf irdisches, weltliches und somit vergängliches, anstatt euch in die heiligen Arme meines Sohnes zu flüchten, eures Erlösers, der euch so sehr liebt, ihm eure Liebe zu schenken und auf weltliches zu verzichten, denn schon bald wird sie, die Welt vergehen, und zurückbleibt eure verirrte, eure betrogene Seele, der ihr die Ewigkeit in Glorie verwehrt habt, weil ihr nicht auf unser Wort gehört habt, wohl aber auf all die Lügen des Teufels, und weil ihr euch nicht vorbereitet habt auf die Herrlichkeit des Herrn, die ihr erlangen werdet, würdet ihr Reichtümer für die Ewigkeit an Seite des Herrn sammeln, die kein Geld kaufen kann, keine Edelsteine und kein Gold, denn die Reichtümer der Ewigkeit liegen in den Tugenden des Herrn verborgen. Und nur der, der Demut und Liebe in seinem Herzen trägt, sie lebt, dem wird die Herrlichkeit in Ewigkeit geschenkt werden an Seite des Herrn und Vaters, und der einzige Weg dorthin ist mein Sohn, euer Jesus. Deshalb kehrt um, geliebte Kinder, und wartet nicht mehr länger, denn der Teufel wütet, und ihr lasst es geschehen, lasst euch umgarnen, blenden und kaufen, doch lasst euch sagen, die Ewigkeit wird grausam sein für einen jeden, der sich dem Teufel hingibt, denn der einzige Weg ist mein Sohn. Die Liebe und die Demut führen euch zu ihm und ins Himmelreich, nicht aber die Eigenliebe, der Eigenvorteil und das Häufen von Geld, Gold und anderen Gütern. Amen. Seid gewarnt, denn wer sich an den Teufel verkauft, wird schon bald verloren sein. Sein Erwachen wird grausam, so wie seine Ewigkeit, und kein Zurück wird es für ihn geben, wenn er nicht jetzt umkehrt, in der Stunde der Barmherzigkeit. Amen. Ich liebe euch. Lasst euch umarmen. Eure Mutter von Fatima, die euch so sehr liebt. Amen.